So, die Zerstörung meines Außenpostens hier hat uns ein bisschen arge Schmerzen bereitet. Geht eigentlich noch. Hätte schlimmer sein können. So. Oh, die können auch aus den Dingern Wasser holen. Das ist praktisch. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Stellt euch mal weiter hinten auf, dass wenn der die auf Schwertkämpfer den Dieben tarnen. Ei. So, jetzt haben wir genug Geld, aber keine Steine mehr. Ah ja, Nahrungsangebot ist jetzt gut. Auch unsere Versorgung mit Milch scheint gut zu sein. Ups. Entschuldigung. Jetzt läufst du wieder zurück und ein neuer kommt. Das wollte ich nicht. Da war mein Finger kurzzeitig schneller als mein Hirn. Ja, die Schwertschmiede war kurzzeitig reich, jetzt ist sie wieder arm. Du bist immer noch arm und... Ja, der Käsemacher ist arm. Okay, ich habe wieder meine Schäfchen alle. Ist mir keins verloren gegangen. Wildbestände könnten etwas besser sein, aber wir haben ja zum Glück gerade genug Nahrung. Und auch Klamotten. So, die Jäger werden ausgebaut und... wird bei sich gejagt. Wir bauen noch eine Steinlieferung, dann können wir die Burg ausbauen und mehr Soldaten anheuern. Maximaler Steuersatz, das dürfte den Leuten nicht schmecken. Nein. Hohe Steuern schmeckt den Leuten nicht. Deswegen gehen wir wieder runter mit den Steuern. Und nutzen lieber die Gelegenheit, um noch ein Fest zu geben. So, der Käsemacher ist auch nicht mehr arm.
So, und unser Wildbestand steigt jetzt wieder an. Auch wahrscheinlich dadurch, dass wir gerade ein Fest geben und so die Metzger und Gerber ein bisschen davon abhalten. Ganz ehrlich, die Milchproduktion, die sieht so gut aus, dass ich noch eine zweite Käserei errichten könnte. Ja. Jetzt habe ich zwar nicht mehr das Geld für die Burg zum Ausbauen, aber das ist auch kein Problem. Schon unterwegs. Jawohl. Alles klar. Also was, ich spioniere einfach doch Crimson Sabbat direkt aus. Ein Dieb wurde entdeckt. Vielleicht sollte ich doch einfach das Territorium einnehmen und mit dem... All euer Flitterkram gehört dem Roten Prinzen. Ich nehme ihn in seinem Namen in Besitz. Her damit! Auf euren Befehl! Wie würde es kosten, 500 das Territorium hier einzunehmen? Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Theoretisch müssten wir dann den Steinbruch noch in Besitz nehmen. Ah, lass mal's gut sein. Da kommt Milch. Ah, es regnet gerade. Das dürfte unsere Brunnen füllen, ja. Alles klar. Jawohl! Alles klar. Sofort. Naja, das Beste ist, wenn ich mich mit meiner Armee dort aufstelle, in dem Territorium. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Jawohl! Schon unterwegs. Ei. Ja, und Alandra schwingt wirklich einen Streitkolben. Benutzt eigentlich überhaupt einer ein Schwert von meinen Rittern? Ich meine, Elias hat einen Morgenstern. Hakim hat einen Säbel. Alandra hat einen Streitkolben. Thordral hat eine Axt. Und Marcus hat eine Lanze. Ganz wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, Burg ausbauen. Ein Karren wurde ausgesandt. Und Kräuter verkaufen. Alter, guckt euch das mal mit dem Fisch an. Kriegt von der einen Fischerhütte genug Fisch, um noch einen dritten Fischer zu versorgen. Wieder Geld über die Kollekte, damit wir Truppen ausbilden können. Schon unterwegs. Ganz wie ihr wünscht.
bisschen Geld rein. Ja gut, in der Mission haben wir doch ein bisschen Geld sorgen. Hätte Elias vielleicht doch besser geholfen. Aber ja, das Territorium einnehmen würde 500 kosten. Alles klar. Auf euren Befehl. Dem Roten Prinz jedoch das Nachbarterritorium wegnehmen. Das ist eine andere Geschichte. Befehl verstanden. Genau dieses Territorium hier. Nicht aufgeben! Alles klar. Auf euren Befehl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ei! Befehl verstanden. Das könnten wir theoretisch hier... über eine Mauer errichten. So. Sofort! Auf euren Befehl! Ein Steinbruch ist erschöpft. Auf euren Befehl! Wobei wir wirklich ein Tor dazwischen setzen können. Lass dich anklicken. So. Nicht aus Ehrgeiz erbitte ich einen Titel, sondern als Zeichen eurer Anerkennung. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, deswegen reißen wir den jetzt ein. Nochmal zur Kollekte. Und ja, sobald wir Alandra befördert haben, sollten wir speichern. Gut, dafür, dass die letzte Aufnahmesession halt zu kurz war, ist diese hier etwas länger. So beschützen wir auf jeden Fall am effektivsten unser Reich, indem wir den Roten Prinzen hier einmauern. Ein Dieb wurde entdeckt. Verstanden. Auf euren Befehl. Alles klar. Na gut, verstanden. Der Dieb, der... Oh, wobei, er läuft ja direkt hier in meinen... Hi. Ein Dieb wurde entdeckt. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Alles klar. Stürmt los! Ei. Alles klar. So, Alandra dürfte gleich angekommen sein. Hier noch ein paar Ausbauten machen. Ich erfülle treu meine Pflichten und werde meinen Lohn erhalten. Wenn nicht in diesem Leben, so im nächsten. Nein, kriegst du jetzt schon. Der Himmel ist mein Zeuge. Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut. Dann speichern wir hier jetzt. Menü. Schnell speichern. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut.
Also, bis gleich.